Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Diesmal alle Dinosaurier, alles freischaltbare in Deutschland. Hierzu nehmen wir aber das niedrigste, weil ihr seht unten maximal 10 Spezies und da oben keine Fleischfresser. Wenn wir jetzt hier auf niedrig gehen, haben wir begrenzte Fleischfresser-Spezies, also halt auch mehrere Dinosaurier. Natürlich auf Jurassic habt ihr weniger, das ist ja klar. Darauf müsst ihr achten. Also, weil da gibt es noch einen Fleischfresser, den wir noch nicht haben bis dahin. So, hier sind wir jetzt in Deutschland. Und ja, der Park ist soweit fertig. Ich zeige euch natürlich erstmal, was wir hier erforschen können. Natürlich wie immer die drei Zäune, die Nahrung. Natürlich hier auch das hier alles wieder. Die ganzen Krankheiten natürlich auch, natürlich nur auf dem einfachen. Ah ne, hier ist es noch nicht. Hier die ganzen Brutstationen mit Wasser und Luft. Natürlich hier auch die ganzen Stände. Natürlich die drei Einkaufs- und Essens- und Versorgungsdinger mit den anderen beiden natürlich. Strom bleibt natürlich auch gleich bis zum großen Kraftwerk. Hier natürlich auch alles mit Schutzraum und Hotel und Eisenbahnschienen, genauso wie Luxuswege und die breiten Wege. Natürlich hier auch Rangerstationen und hier geht es auch wieder bis komplett bis nach hinten. So, natürlich haben wir hier vier Flugdinosaurier, die wir freischalten können. Dazu komme ich natürlich dann nochmal. Hier natürlich zu den ganzen, ja, Pflanzenfressern. Gepanzerte jedenfalls. Dann kommen wir zu den mittelgroßen Pflanzenfressern. Und natürlich zu den kleinen. Zu den Fleischfressern, die haben wir nur bei dem einfachen Modus. Und natürlich unsere Wasser Reptilien, unsere vier Stück. So, wir gehen gleich mal erstmal zu den Flugsauriern, welche wir natürlich hier freischalten können. Das ist einmal der Demorph, der Gasternomergier, der Pteranodon und der Tapaja. Die wir eigentlich hier schon alle haben müssten, wenn man natürlich jetzt so komplett bis hierhin alles durchgespielt hätte. Haben wir natürlich auch unsere vier Wasserreptilien, die wir eigentlich auch alle haben müssten und die Ausgrabungsstätten dafür auch. Bei mir hat jedenfalls bis jetzt, bis hierhin, nur einer gefehlt, nämlich das war der hier. Den hatten wir bis jetzt noch nirgendwo gefunden gehabt. Und natürlich der hier, der Penceratops. Die beiden hatten wir natürlich bis hierhin noch nicht. Natürlich diese Dinosaurier finden wir hier überall. Also wenn ihr bis dahin das Spiel jetzt komplett auf 100% alle Ausgrabungsstätten geholt habt und alle Dinos fehlen euch hier jetzt, wie gesagt, nur noch die zwei, den Rest dürftet ihr haben. Natürlich fehlen noch welche im kompletten Charaster, aber wir haben schon mal wieder ein paar mehr. So, hier haben wir das hier. Jetzt zu den Ausgrabungsstätten, da haben wir nämlich eine neue. Also wir haben hier oben die eine. Die B, A, C, A. In den ganzen Ausgrabungsstätten
die wir hier abschließen können. Also die hier unten hatte mir jetzt, glaube ich, schon mal gefehlt gehabt. Somit dürfte uns nur noch eine Ausgrabungsstätte nämlich fehlen. Wenn ihr natürlich bis hierhin alles schon gemacht habt, haben wir nur noch eine Ausgrabungsstätte. Aber da es euch vielleicht ein bisschen einfacher ist, welche Ausgrabungsstätten ihr habt und welche nicht, die finden wir hier. Ja, so haben wir alle Ausgrabungsstätten, wie gesagt, gefunden. Außer eine, diese fehlt noch. Und das ist alles freischaltbare hier in der Herausforderung Deutschland. Natürlich auf den einfachen Modus. Also Leute, bis zum nächsten Mal und macht es gut. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.